Hallo und herzlich willkommen zurück zu John Tillers Campaign Series. Erstmal schauen wir mal einen schönen Hintergrund an. Also großes Lob an diesen Zeichner, wer das auch immer war. Wirklich ein verdammt geiles Bild. Schaut wirklich cool aus. Wir werden wieder die Ostfront spielen. Und zwar, ich habe jetzt auf jeden Fall mal das Spiel, besser gesagt, das Handbuch mal studiert ein bisschen. Ist zwar nur auf Englisch, also einiges verstanden, einiges muss man natürlich dann Google fragen, weil so gut sind wir natürlich dann Englisch auch nicht. Aber ich habe ein paar hilfreiche Sachen jetzt auf jeden Fall mitbekommen. Wir werden nämlich den, weil das Problem war so, ich habe euch ja von dem Bootski Camp 2 schon mal öfters versucht, ein Video zu machen, aber irgendwie ging das immer in die Hose. Vor allem ist es ein Trainingsszenario, ja, und ich habe diese Mission einfach nicht geschafft. Und im Handbuch sind eigentlich wirklich noch ein paar Optionen dazugekommen, wo ich sagen muss, ja, wusste ich jetzt leider nicht mehr, weil das letzte Mal, wo ich ja das dann immer gespielt habe, hier das Spiel, das war noch von Talon Soft, wo wir diese große Pappbox nämlich noch gehabt haben mit der CD drin. Also ihr seht, das ist wirklich schon lange her. Wir haben 12 Runden, sind am 27. Dezember 1941, werden natürlich wieder als Alliierte spielen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an hier. Computer auf Deutsche auf Computer. Wir spielen jetzt mal ohne Fog of War. Also wir wollen die Einheiten standardmäßig wieder sehen. Und keiner hat einen Vorteil. Also es soll ja fair zugehen. Also 12 Runden haben wir ja. So. Hier ist es ja so, ihr seht hier unten schon mal an der Toolbar. Hat sich ein bisschen verändert und zwar, jetzt muss ich mal schauen, wo das war. Ich glaube, Optionen. Toolbar, ja. Ihr seht, ich habe jetzt momentan auf klassisch eingestellt. Wir können ja auch auf Standard nehmen. Dann schaut es hier unten aus. Aber ich finde, auf klassisch ist es übersichtlicher. Was large ist, okay, da ist es dann größer. Aber ich würde sagen, wir bleiben auf klassisch. Schaut eigentlich recht übersichtlich aus und wir wissen auch gleich, was hier was ist. So. Dann ist es ja so, wenn wir jetzt hier drüben mal schauen, zum Beispiel jetzt mal unser Skiplatoon hier, also was hier ist, ihr habt nämlich neben euren Einheiten hier noch so kleine Symbole und darauf habe ich ja eigentlich so nie viel geachtet, muss ich dazu sagen. Und das ist natürlich unser Kommandoplatoon hier, diese Einheit, ja. Und wir müssen da wirklich auf die Einheiten ein bisschen aufpassen. Es gibt ja mehrere kleine Bezeichnungen hier oben. Das werden wir aber dann im späteren Verlauf erst sehen. Ihr seht, die Einheiten haben momentan noch gar nichts. Aber diese Einheit hat was. Das kann ich euch sagen. So. Schaut jetzt aus wie ein Stoppschild, also von der Form her mit einem F drin. Und das bedeutet jetzt, dass diese Einheit sich noch nicht bewegen kann. Weil die warten jetzt noch irgendwie auf die Freistellung. Also wenn jetzt eine Einheit dieses Symbol hat, also sie ist zwar auf der Karte platziert, aber sie kann noch nicht bewegt werden. Es wird anhand von diesem Symbol hier gekennzeichnet. Müssen wir jetzt warten. Ich weiß auf jeden Fall, weil ich die Mission schon ein paar Mal probiert habe. In der zweiten Runde können wir es dann spielen, dann ist sie freigestellt. Also von daher. So. Dann haben wir hier unten, genau, unser Bataillonshauptquartier. Das müssen wir natürlich beschützen. Und müssen halt wirklich schauen, weil das nämlich auch sehr, sehr leicht angegriffen werden kann. Ihr seht, er hat nur eine 2er Stärke. Das ist natürlich überhaupt nicht viel. Das versorgt uns nämlich mit Nachschub. Und wenn wir nämlich das nicht mehr haben, dann ist es ja so, wir haben auch keinen Nachschub mehr. Dann stehen wir nämlich da, haben keine Munition mehr. Und das ist ja auch wieder so eine Berechnung. Irgendwie im Handbuch war jetzt irgendwas gestanden, da wird das und das hier berechnet. Aber es ist halt so, je weiter sich die Einheit, also das Hauptquartier von Einheiten entfernt steht, desto schwieriger wird es, Versorgung für die ranzubringen. Also es kann sein, dass sie Versorgung bekommen, aber wird halt schwierig. Und von daher kann man eigentlich sagen, ja, sagen wir mal zu 10% vielleicht oder 20% klappt es, die anderen 80% klappt es nicht. Also müsst ihr natürlich immer schauen, dass die in der Nähe von euren Einheiten hier stehen. Status ist klar. Wir haben hier Locations, was ihr hier alles seht. Wichtig ist aber für uns hier dieses Feld und zwar unsere Punkte. Wir brauchen ja für einen Major Victory, seht ihr ja hier, 110 Punkte, ja.
Und das ist ja nicht nur dafür, dass wir jetzt hier diese Stellungen hier einnehmen. Also wir haben hier 25, 25, 25, 25. Das wären 100 Punkte, sondern dann müssten wir das hier oben eigentlich nur mit einnehmen, dass wir bei 150 Punkte wären. Aber das ist aber auch so, wenn wir Einheiten vom Gegner zerstören, bekommen wir Punkte. Wenn wir aber auch Einheiten verlieren, verlieren wir natürlich auch Punkte. Also das heißt nicht nur, dass wir jetzt die Dinger hier schon alles einnehmen müssen, wenn wir es eingenommen haben, haben wir gewonnen. Nein, sondern wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viele Einheiten verlieren, weil es wird uns nämlich alles wieder an Punkten abgezogen. Ja. So. Was haben wir denn hier überhaupt alles an Einheiten? Wir haben ein Schützenregiment. Schützen. Hier haben wir Schützen und unseren Captain Schaub, also ein Leadership, den haben wir nämlich auch. Haben hier ein Machine Gun Platoon. Hier drüben Machine Gun Platoon. Da haben wir das gegnerische Hauptquartier. Das wäre natürlich gut, wenn wir das irgendwie zerstören könnten, ne? Und hier haben wir den gegnerischen Mörser. Und wir haben hier auch einen Mörser. Wo war der? Der, glaube ich. Ja, hier haben wir unseren Mörser. Hier unser Hauptquartier. Und hier drüben ist unser Leadership. Was ich natürlich auch vorher nicht wusste, ja, das war alles jetzt durchs Handbuch. Das ist natürlich, ihr seht ja, wenn wir jetzt auf Max verklicken, sehen wir die stationierten Einheiten hier. Und jetzt seht ihr ja hier, dieser Mai Theodorowitsch, der ist jetzt so gelb markiert und der hier nicht. Also das heißt, wir würden jetzt nur mit ihm hier ziehen. Wenn wir jetzt hier draufklicken, seht ihr, das Rifle Platoon ist auch markiert. Jetzt können wir nämlich natürlich beide weiterziehen. Auf einmal habe ich wirklich vorher überhaupt nicht gewusst. Wir können aber beide abwählen, so wie wir es halt jetzt wirklich wollen. Und was ich überhaupt nicht wusste, war unsere Double Time. Die habe ich natürlich überhaupt nicht genutzt. Das ist so, mit unserer Double Time werden wir jetzt mal hier hingehen. Wir lassen jetzt mal das Feld, damit wir sehen, wie weit denn unsere Bewegungen hier von unserer Einheit hier sind. So, Double Time, jetzt seht ihr, oh, das Feld ist größer geworden. Ja, wir können nämlich jetzt auch weiter laufen. Aber das heißt, wenn wir die Double Time jetzt benutzen, ist die Einheit erschöpft. Ja, und wenn sie erschöpft ist, dann halbiert sich die Angriffsstärke. Und das erschöpften Zeichen sehen wir hier oben, das ist durch ein F gekennzeichnet. Das heißt, dass die Einheit ermüdet ist. Und wie gesagt, wenn sie ermüdet ist, müssen wir sie erstmal wieder ausruhen lassen, dass sie halt wieder volle Kampfkraft hat. Und dann haben wir noch, wie gesagt, wie dieses Funkgerät, das war von denen hier, genau, unsere Kommandoeinheit. Dann gibt es ja auch noch ein Verschanzungssymbol. Ein Fernglas, wenn jetzt ein Fernglas hier oben steht bei einer Einheit, dann heißt es, dass sie von der gegnerischen Einheit aufgedeckt sind und momentan im Schussfeld sind, wenn ein Fernglas hier oben wäre. Und wenn jetzt ein rotes D hier wäre, dann heißt es so wie die Einheit ist verstört. Also wenn die jetzt einen Treffer bekommen, also sie verlieren jetzt niemanden, aber sie sind jetzt mitten im Kampf geschehen, wisst ihr, wie es im Krieg immer ist, und dann sind manche verstört, wissen immer, was sie machen sollen. Und genauso ist es nämlich hier im Spiel auch. Und da ist es ja so, hier hilft natürlich dann euer Leadership dazu, dass er versucht, die Einheiten wieder zu motivieren, dass sie wieder sich zusammennehmen und weiterkämpfen. Also auch hier schauen, dass euer Leadership immer mit bei euren Einheiten dabei ist. Und dann haben wir natürlich noch unseren Sturmangriff. Also das heißt, wenn uns unsere Einheit sich in einem benachbarten Hexfeld vom Gegner befinden würde, dann könnten wir ja via Rechtsklick hier angreifen, einen Sturmangriff durchführen. Da ist es aber natürlich auch gut, wenn ihr mehrere Einheiten, wenn ihr versucht, den Gegner irgendwie zu isolieren und dann einen Sturmangriff durchzuführt. Weil nämlich dann, je mehr Einheiten angreifen, der Angriff wahrscheinlicher Erfolg wird, als wenn eine Einheit angreift, weil dann ist natürlich der Angriff fehlgeschlagen. So, jetzt genug geschwafelt. Ich glaube, das haben wir ja in der letzten Folge schon alles erklärt. Also wie gesagt, ich lasse den Button hier auf jeden Fall gedrückt. So sehen wir halt wirklich immer. Schaut zwar jetzt nicht so schön aus, ist ja klar, so schaut es schöner aus. Aber so haben wir halt immer wirklich gleich im Überblick, wie weit können sich unsere Einheiten bewegen. Hier haben wir, es ist klar, unseren Feuerradius.
Genau, habe ich auch vergessen zu erzählen, was ich natürlich nicht wusste. Wenn wir nämlich jetzt auf unsere Einheitendialog hier gehen, was war jetzt das Dialogfenster? Da gab es nämlich auch immer eine Tastenbelegung dafür. Mal schauen, da sind nur die Dinger hier weg. Leck, wo hatten wir Units? Jetzt müssen wir mal gucken. Da gab es eine Tastenbelegung. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass das B war. Reinforcement Status. Ey, war das F2? Ach, das war sogar F2. Moment. Ja, also wir haben ja nochmal eine Übersicht hier über die Einheit. Wenn ihr jetzt auf F2 drückt und wenn wir dann hier auf R drücken, genau, dann kommt nämlich unser Range Display. Und hier habt ihr das ja mit diesen Treffern, also was ihr hier nämlich seht, das Blau und Rote. Und da ist es ja so, ihr seht, hier haben sie eigentlich eine gute Trefferchance, aber desto näher, das ist die Entfernung hier von den Hexfeldern. Je weiter der Gegner weg ist, desto weniger erfolgreich ist jetzt eine Trefferchance. Aber hier ist es so, was ich natürlich auch nicht wusste, ich habe gedacht, das ist generell hier wegen dem Treffer, weil jetzt Rot und Blau. Na, wieso kann. Achso, muss erstmal das hier wegdrücken, glaube ich. Ja. So. Rot bedeutet harte Ziele und Blau bedeutet weiche Ziele. Das wusste ich natürlich jetzt vorher auch nicht. Habe ich aber im Handbuch nachgelesen. Also von daher passt es. Dann können wir das jetzt auch erstmal wegmachen. Da haben wir unsere Minimap. Und hier ist klar, ist unsere Sichtreichweite von den Einheiten. Genauso wie wir hier von den Gegnereinheiten schauen können. Wenn wir jetzt einmal hier eine Gegnereinheit andrücken, seht ihr das ja hier. Das ist die Sichtweite von ihm. Also, wir werden jetzt mal schauen. Das ist unser Mörser. Nehmen wir Double Time. Könnten wir eigentlich tun. Ziehen wir nämlich unseren Mörser hier hin und unser Hauptquartier hinterher, was ja auf jeden Fall immer schön in Versorgung ist. Dann werden wir unseren Leadership mit dieser Einheit mal gucken, ob wir hier rüber gehen. Hier werden wir natürlich ins feindliche Feuer hier reinkommen. Die ziehen wir jetzt einfach mal hier rüber. So. Dann haben wir die noch. Die sind ja schon ermüdet. Das ist natürlich blöd. So, Double Time, dass die natürlich irgendwie hier rüber kommen. Halt, müssen wir erst anwählen. Hier ist es nämlich gut, weil hier kann der Gegner nicht davon schießen, weil immer noch diese Häuser hier im Weg sind. Na, den stellen wir aber, glaube ich, auch erstmal nur hier hin. Er kann auf uns nicht schießen, wir nämlich auf ihn nicht. So, das ist bewegt, das ist bewegt. Die können wir momentan nicht bewegen, das seht ihr anhand hier. Also können wir eigentlich unsere Runde beenden. Oh, wir sind doch im Schussfeld. Ich habe gedacht, wieso kann der Gegner jetzt hier durchschießen, wenn ich das eigentlich nicht kann? Also. Achso, oder vielleicht kommt das Feuer von hier oben. So, Reinforcements have arrived. Hier ist es. Wir haben Versorgung bekommen. Das war jetzt dieser Button hier. Ihr seht, wir haben wieder ein Skiplatoon dazu bekommen. Einfach Doppelklick. Und dann springt die Map nämlich genau dahin. Werden wir jetzt auch beide auswählen und machen auch Double Time. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen irgendwie an diesen MG hier vorbeikommen.
Die bringen wir jetzt mal hier rein. Und ihn soll als Unterstützung mal hier unten mitmachen. Okay, perfekt. Schauen wir mal schnell unsere Minimap hier an. Okay, passt. So, mit unserem Mörser geben wir jetzt mal ein Feld nach vorne. Wir werden es probieren und schauen mal, ob wir hier angreifen können. Ja, zwar kein Effekt, aber ist egal. Müssten aber jetzt, glaube ich, in Feuerreichweite hier vom Gegner sein. Wie schaut es denn hier aus? Er hat auf jeden Fall noch einen Angriff frei, das seht ihr hier, aber dann sind seine Action Points weg. Gehen wir jetzt hier rein. Kann natürlich passieren, dass wir einen Treffer bekommen. No Effect ist sehr gut. Kommt die andere Einheit noch? Ja. Verstört. Das so soll es natürlich nicht sein. Oh, die ziehen sich gleich zurück. Alter, was ist denn mit euch los? So. Dann greifen wir hier an. Einen Angriff haben wir noch. War überhaupt nichts. Die haben sich bewegt. Die sind hier. Ne, weiter werden wir auch nicht vorgehen. Unser Hauptquartier lassen wir jetzt wirklich hinten. Ne? Will ich natürlich nicht verlieren. Ja, jetzt bräuchte man natürlich unser Leadership hier drüben, damit die Einheit sich wieder schneller regeneriert. Da werden wir jetzt mal hier hinziehen. Kann natürlich passieren, dass wir jetzt von dieser MG-Stellung hier ins Feuer kommen. Die haben wir auch bewegt. Okay, Runde beenden. Das war Runde 2. Das war jetzt natürlich indirektes Feuer von seiner Mörsereinheit hier oben. Ja, da kommt unser MG. Seine MG hier in Schussreichweite. Eine Einheit hat sich wieder regeneriert, das seht ihr hier, von 3. Also eine hat sich wieder gesammelt, 2 leider nicht. Aber das Gute ist schon mal, der hat seine Position hier aufgemacht. Aber schaut mal hin, er hat keine Action Points mehr, ja? Also er kann es normalerweise nicht zurückschießen. Und, boah, schaut hin, wir haben eine Einheit eliminiert. Perfekt. Das ist wirklich gut. Jetzt greifen wir ihn an. Wir müssen halt ihn jetzt noch wegbekommen. Dann wäre es natürlich noch besser. Rückzug. Ja, jetzt gehen wir mal hier rein. Können zwar jetzt da nichts mehr machen. Ich glaube, uns reichen hier die Punkte nicht mehr. Ne. Können wir uns halt leider... Na okay, wir können uns zwar ein Feld hier bewegen, aber kommen jetzt zu ihm hier nicht hin. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass er unseren Mörser nicht zerlegt. Ne, 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 komm, lass mich hier rein. Okay, shit. Keine Action Points mehr. Wir sind jetzt natürlich voll auf dem Präsentierteller hier. Was machen wir jetzt mit diesen Einheiten? Sollen die hier unten nachrücken? Oder versuchen wir mit denen trotzdem hier oben rumzugehen? Komm, wir versuchen jetzt mal den Weg nach oben. Vielleicht kommen wir irgendwie hier oben rum. Runde beenden. Schauen wir mal, ob unsere Einheiten hier das überleben, was hier mitten auf offenem Feld stehen. Eine Einheit hat wenig Munition. Da müssen wir natürlich jetzt gleich mal schauen, welche Einheit das hier ist. Ja, die hier ist jetzt anhand von dieser leeren Patronenhülse oder was das auch immer sein soll. Komm, einmal noch. Zerstört diese Einheit. Nein, sind gestört. Wir müssten die halt wegbekommen, dann hätte man den eliminated, Leute. Wir haben den Weg frei nach vorne. Perfekt. Perfekt. So, jetzt schauen wir mal schnell auf unsere Victory Points. 53 sind wir schon. Jetzt schaut es natürlich besser aus für uns. Wir müssen jetzt irgendwie hier rumkommen.
gehen jetzt mal hier erstmal in die Wälder rein. Und irgendwie müssen wir auch an diesen MG hier vorbeikommen. Da haben wir keine Angriffsmöglichkeit. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, okay. Ziehen auf jeden Fall unser Bataillon, also Hauptquartier weiter. Die können wir nicht bewegen. Wie schaut es mit denen hier aus? Da können wir noch. So, ihr geht hier hin. Müssten jetzt dann in Runde 5, glaube ich, sein, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ja, doch. Gegner ist jetzt Runde 4. Und wir sind jetzt dann in Runde 5. So, eine Einheit hat sich wieder regeneriert. Das seht ihr hier. Unser Hauptquartier beginnt mit Versorgung, wobei eine Einheit trotzdem noch wenig Munition hat. So. Und jetzt irgendwie zu diesen MG hier rüberkommen. Wobei ich denke, dass das jetzt hier schwierig wird. Mal schauen, dass wir hier so hinkommen. So. Euch. Ja, hier ist natürlich schon das MG sehr, sehr nah. Ne, wir bleiben erstmal hier stehen. Mit unserem Mörser. Probieren wir jetzt einfach mal so. Wie oft können wir angreifen? Zweimal. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht haben wir ja trotzdem ein bisschen der Glück. Ziehen die hier rein. Das ist unser. Ah, ich glaube, dass das jetzt sogar ein Fehler war. Nee, nee. Unser Hauptquartier ziehen wir nicht weiter. Da haben wir wenig Munition. Sollen wir es probieren oder sollen wir es nicht probieren? Dass wir die jetzt hier weiterziehen. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Kein Effekt. Eine Einheit zieht sich zurück. Aber die anderen nicht. So. Was haben wir denn hier? Bleiben wir hier jetzt erstmal so. Die haben wir alle, oder? Ja, wir könnten hier noch weiterziehen. Machen wir es oder machen wir es nicht? Komm, wir probieren es jetzt. Aber sind jetzt, glaube ich, dann bestimmt im Feuer hier von dieser MG-Stellung. Ich hoffe, unsere Leute halten das durch und machen keinen Rückzug. Wir brauchen die jetzt wirklich hier vorne. Naja. Doch nicht. Rückzug. Shit. Und sogar noch weiter Rückzug. Das ist natürlich bitter. Schaut mal an, wie weit die sich zurückziehen hier. Keine Einheit hat sich regeneriert. Naja, aber jetzt schießt wenigstens unser Mörser. Boah, wo ging der hin? Der ging ja voll nach hinten los. Du gehst jetzt mal hier rein, unseren Mörser. Ja, okay, shit, haben wir keine Action Points mehr. So, jetzt mal schauen, dass wir irgendwie zu dieser MG-Stellung hier hinkommen. Dass wir jetzt hier mal angreifen. Können nur noch mit der hier schießen. Ah, shit, Munitionsmangel. Nein, wir brauchen unser Hauptquartier. Dann muss das hier dahin. So, und jetzt geht ihr. Hat man natürlich Glück, dass der nicht davon schießen konnte. Jetzt mal ein Feld hier hin, ein Feld hier hin. Und dann sind wir in seiner Mörserstellung. Mal schauen, ob wir die zerlegen können. Runde beenden, ne? Naja, wir haben jetzt die Hälfte von der Map durch. Sind jetzt eigentlich wirklich schon sehr, sehr gut vorankommen. Jetzt können wir nur hoffen, dass er diese Stellung nämlich hier nicht zurückerobert. Boah, die ziehen sich alle zurück. Schaut mal das an. Naja, er zieht sich hier aus der Stadt raus. Eine Einheit hat sich regeneriert.
Boah, schaut mal an, wie weit der hier daneben schießt. So, du gehst hier hin. Okay, weiter geht's leider nicht. Du hier rein zum MG. Genauso wie du. Und du. So, halt, der hat keine Punkte mehr. Der kann auch nicht angreifen. Ach, weil er keine Munition mehr hat. Vergesse ich natürlich jetzt immer. So, unseren Mörser mal weiterziehen, dass er auf jeden Fall dann in Feuerreichweite kommt. Ich glaube, der kann eh nicht angreifen jetzt. Nee, weil die Punkte fehlen. So, Einheiten. Schafft ihr den Mörser? Nein. Hat sich nur zurückgezogen. Aber ist egal. Vielleicht kriegen wir den Mörser sogar weg. Wäre natürlich super. Na, nur Rückzug. Boah, wir haben das Hauptquartier vom Gegner vernichtet. Wie cool ist denn das? Das ist cool. So, ziehen hier in die Stadt rein. Können wir ihn nachziehen? Nein, leider nicht. Okay. Neue Runde. Ja, jetzt seht ihr, das MG hat eine extreme Feuerreichweite bis hier vor. Komm, Leute, zieht euch da nicht alle zurück. Ich brauche euch hier vorne. Unser Mörser. Was haben wir jetzt hier? Wie schaut es mit dieser Einheit aus? Schützen. Boah, schaut mal an, die haben keine Action Points mehr. Nein, aber der Angriff war natürlich leider überhaupt nichts. Wenn wir natürlich hier ihren Captain Schaub zerstören könnten, das wäre natürlich perfekt. Der kann ja nicht schießen hier. Ah, die sind alle verstört hier. Ja. Schade, dann können wir nur hier rüber bewegen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Und die sind auch verstört. Nee, so wird es natürlich dann überhaupt nichts. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das MG wirklich so angreifen können. Okay, überhaupt nichts. Hat sich nicht gelohnt, nicht gelohnt. Runde beenden. Aber solange die sich halt immer wieder zurückziehen, haben wir auch keine Chance, dass wir jetzt hier irgendwie reinkommen. Keine Einheit hat sich beruhigt. Naja. Boah, wir haben Captain Schaub eliminiert. Schaut mal hin, Leute. Captain Schaub eliminiert. So. Wir ziehen mit dir jetzt mal bis hier hin. Haben wir noch Action Points? Ja. Aber auch keine Munition. Oh mein Gott. Und können auch nicht vorrücken. Ne, keine Chance, keine Chance. Das war nix. Das war auch nix. Jetzt müssen wir trotzdem mal schnell unsere Punkte nochmal anschauen. Nein, schaut mal hin.
109, 110 Punkte wäre ein Major Victory. Ich würde brüllen, wenn wir das nicht schaffen. Jetzt kommt natürlich aber auch... Ja, okay, der Mörser schießt jetzt auf uns. Also, dann bringen wir unsere Einheiten jetzt trotzdem mal schnell hier rüber. Dass die aus dem Mörserbeschuss nämlich hier rauskommen. Und greifen. Jetzt müssen wir mal ihn schauen. Komm, wir greifen jetzt mal das MG hier an. Vielleicht zerlegen wir es sogar. Nein, nur in den Rückzug. Können wir uns nach vorne bewegen? Ne, können wir uns leider nicht. Naja. Shit. Sollte eigentlich nicht der Fall sein, nicht, dass der uns jetzt die Punkte wieder wegnimmt. Zwei Einheiten haben wenig Munition. Also vom Gegner jetzt, nicht von unseren. Wir haben unseren Mörser verloren, Leute. Ja, jetzt sind wir nämlich nur noch bei 94 Punkte. Wir können uns eigentlich nur noch mehr zurückziehen, statt nach vorne. Also meinen Mörser wollte ich eigentlich nicht verlieren. So, da können wir nach vorne rücken. Mit denen leider nicht mehr. Wählen mal hier beide aus. Wie schaut es jetzt mit den Punkten aus? 144. Wir sind jetzt momentan auf Sieg. Natürlich weiß ich aber jetzt nicht, in welcher Runde wir sind. Ich habe nicht aufgepasst. Und... 10. Also, es bleiben noch ein paar Runden, ne? 11, 12. Zwei Runden bleiben noch. Wenn wir natürlich jetzt die Einheit vernichten könnten, wäre super, weil dann müssen wir jetzt keine Angst haben, dass er uns nämlich die Felder hier wieder zurücknimmt. Aber ihr seht, dass ich das Handbuch studiert habe, hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns. Eine Einheit beruhigt, okay. Natürlich kriegen wir halt jetzt, das Problem ist, wir kommen mit unseren Einheiten hier nicht nach vorne. Unser Hauptquartier bringt keine Munition ran. So, hier verstärken, dass wir das auf jeden Fall nicht verlieren. Und jetzt versuchen wir mal, dass wir den irgendwie hier wegbekommen. Wir werden jetzt mal alle aktivieren. So, Stärke schaut hin, volle Power. Eliminated, zerstört. Vielleicht kriegen wir hier sogar einen Angriff hin. Nee, schaffen wir leider nicht mehr. Aber jetzt haben wir wirklich Power hier. Ziehen jetzt trotzdem mal die Einheit vorsichtshalber hier rüber zur Absicherung, dass hier nicht doch nur irgendwie einer hier durchkommt. No Effect. Keine Chance. Okay. Status, Punkte. 150. Jetzt schaut es wirklich gut aus. Und ihr seht ja selber, da jetzt sein Hauptquartier kaputt ist, bekommt er nämlich auch kaum noch Munition, ja. Aber in dem Spiel steht auch im Handbuch so, auch wenn der Munitionsmangel da ist, Einheiten könnten aber trotzdem nur noch mit leichter Ding dann schießen. Irgendwie so war das. Zwei Einheiten haben sich regeneriert. Perfekt, wir sind in der letzten Runde. Es schaut sehr gut aus, Leute, für uns. Die haben sich nicht regeneriert, die auch nicht. Aber unser Bataillonshauptquartier. Ihr seht, wir kommen wieder nach vorne. Würden jetzt sogar Munition bekommen, aber wir sind ja eh in der letzten Runde. So, dann können wir ihn trotzdem mal mit hierher ziehen, dass wir auf jeden Fall jetzt dann volle Stärke haben werden. 2, 3, 4. Rückzug. So, hier können wir nicht mehr angreifen. Passt. Können wir Runde beenden, ne? Status. 144 Punkte. Also wir sind auf jeden Fall noch weit über den Major Victory jetzt. Das kann er gar nicht mehr einnehmen. Das schafft er ja gar nicht. Wir würden ja das jetzt schaffen mit seinen drei Einheiten.
Eine Einer zieht sich zurück, das macht überhaupt nichts. Time Limit erreicht, schaut hin. Und wir haben 144 Punkte, Major Victory. Also ihr seht, das bringt wirklich was, das Handbuch zu studieren, ja. Und ich habe an der Mission wirklich so oft gekämpft, obwohl es eigentlich, wie gesagt, nur eine Trainingsmission ist. Aber wir haben es geschafft, Leute, schaut hin. Wie das natürlich jetzt mit diesen Punkten hier so ist. 150 Punkte haben wir ja von unseren Objekten. Das ist ja schon mal klar. Dann, wie kriegen wir diese minus 6 Punkte hier zusammen? Also wir haben 19 Siegpunkte verloren. So wie, oder Point Loses. Hier, 63. Wenn wir das jetzt hier abziehen. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, mit dieser Berechnung komme ich überhaupt nicht klar. Vielleicht weiß es von euch jemand und kann mir das mal ein bisschen erklären. Vom Handbuch bin ich halt überhaupt nicht durchgestiegen. Mir ist es auf jeden Fall wichtig, Leute, dass ich euch die Mission als Sieg zeigen konnte. Ich bin glücklich. Ohne Mist. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Euch noch einen schönen Tag, macht's es gut, tschüss!